Jetzt mal so ein kleines bisschen Real Talk, während ich mir so den Store so ein bisschen durchgucke. Einfach mal so frei von der Leber weg zum Thema Games und so weiter. Ein Grund, warum mir Sony momentan echt unsympathisch ist, beziehungsweise warum ich Sony zurzeit, warum mich Sony total enttäuscht zurzeit, ist eben, weil man irgendwie den Eindruck hat, dass Sony treue alte Fans, die wirklich seit Jahrzehnten zur Fanbase gehören, dass man die so ein bisschen fallen lässt, indem man ihnen einfach Spielerlebnisse vorenthält zugunsten einer neuen Plattform. Ne? Und damit meine ich eben einfach Abwärtskompatibilität. Das ist ein ganz einfaches Thema. Ne? Es gibt so wahnsinnig geile Spiele auf der PlayStation 3-Generation zum Beispiel. Wenn ich da zum Beispiel nur solche Sachen wie Remember Me nehme, ne? Ein fantastisches Game, das ist eben nicht für die PlayStation 4 als Remaster oder so gab, aber ein Wahnsinns-Game. Oder, Gott, was fällt, da gibt es doch bestimmt noch andere. Eigentlich zum Beispiel PlayStation 3-Ära Lollipop Chainsaw. Für mich eins der, weil es so herrlich gaga ist, ein tolles Spiel. Und das kannst du halt nicht spielen, wenn du keine PlayStation 3 mehr hast, die noch funktioniert. Das ist ja dann immer so ein Punkt. Es ist halt durch fehlende Abwärtskompatibilität auf bei Sony ist es halt leider so, dass du angeschissen bist, wenn du eben, sagen wir mal, deine alte Konsole immer beim Trade-in abgibst, um dir die neue zu holen. Natürlich fehlt dir dann die Plattform, die du brauchst für vielleicht einige deiner liebsten Spielergebnisse. So, der Knackpunkt ist dabei jetzt aber, du hast die Spiele ja irgendwann schon mal bezahlt. Ne, wenn du sie im Store gekauft hast, zum Beispiel, ist bei mir bei vielen Spielen der Fall für die PlayStation 3. Ich habe viele Spiele im Store gekauft, auch wirklich gekauft. Ich meine nicht die PlayStation Plus Titel. Und dann sitzt du halt da und kannst die nicht mehr spielen, weil du diese Plattform nicht mehr hast. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann kaufst du dir für ein paar Euro noch mal eine PlayStation 3. Ja, aber nein, weil ich habe die PlayStation 3 ja zugunsten, sagen wir mal, der PlayStation 4 in Zahlung gegeben und jetzt die PlayStation 4 zugunsten der PlayStation 5. Es geht jetzt nicht um mich, das ist einfach nur eine Situationsbeschreibung. Warum soll ich denn mir jetzt, wobei die technischen Möglichkeiten doch bestehen und Sony die halt einfach nicht nutzt, warum soll ich denn jetzt nochmal zusätzlich Geld in die Hand nehmen, nur damit ich Spielerlebnisse nochmal wieder haben kann, die mich damals vielleicht wahnsinnig oder massiv geprägt haben? Und das macht Sony meinetwegen einfach grundlegend falsch, weil sie damit komplett ihre Basis fallen lassen. Die komplette Fanbase, und es gab in der PlayStation 3-Zeit viele, die halt zur PlayStation gegangen sind oder zu Sony gekommen sind, aufgrund der wahnsinnig tollen Exklusivtitel. Ne? Ja, sorry, aber da lässt Sony einfach die Fans momentan komplett fallen. Und mir kann keiner erzählen, dass es technisch nicht möglich ist oder zu schwer umzusetzen ist, die PlayStation 3-Spiele auf der PlayStation 5 zu emulieren. Also das kannst du einem anderen erzählen. Ne? Klar, die Architektur der PlayStation 3 war verhältnismäßig kompliziert damals. Deswegen hat die PlayStation da auch ein bisschen Boden verloren im Vergleich zu der Phase davor mit der PlayStation 2. Die Konsole war schwieriger für Entwickler, aber es dürfte ohne Probleme möglich sein, ein PlayStation 3-Spiel auf der PlayStation 5 zu emulieren. Das kann mir keiner erzählen, dass das nicht geht. Und dass Sony da eben einfach komplett die Basis-Fanbase ja, komplett ignoriert und ihnen einfach mehr oder weniger auch das nimmt, was sie an Sony gebunden hat oder was sie generell einfach auch lange Zeit geprägt hat. Wir machen jetzt hier einfach mal das Ganze im Talk. Das finde ich halt, ist echt schade. Das enttäuscht mich wahnsinnig bei Sony, dass man da nicht auf die Idee kommt zu sagen, pass auf, wir machen auch die PlayStation 3 oder sorgen dafür, dass auch die PlayStation 3-Spiele abwärtskompatibel sind. Stattdessen kommt man um die Ecke und sagt, ja, nimmst du halt PlayStation Now. Ne? Das heißt, ich soll jetzt noch mal für ein Game Geld ausgeben, das ich schon mal gekauft habe, beziehungsweise wo ich schon mal die Nutzungslizenz erworben habe. Und jetzt soll ich dafür noch mal Geld ausgeben. Finde ich nicht in Ordnung. Ist für mich einfach ein Punkt,
bei dem ist Fairness für mich ein Faktor. Und solange Sony da nichts dran ändert, an dieser Philosophie, glaube ich, werden sie auch viele Leute vor allem an Microsoft verlieren, weil Microsoft genau das macht. Ne? Microsoft, ich mag Phil Spencer nicht wirklich. Ich finde ihn echt unsympathisch eigentlich. Ich werde mit dem Mann einfach nicht warm. Aber er hat eine Sache gesagt, die ich wahnsinnig gut fand in Sachen Abwärtskompatibilität. Ich kriege es nicht mehr genau wortwörtlich zusammen, aber er hat sinngemäß sowas gesagt wie, es ist unsere Verantwortung oder es ist in unserer Verantwortung, Errungenschaften der Vergangenheit, was jetzt Spiele angeht, auch zu bewahren und allen, auch die jetzt erst dazukommen, die Möglichkeit zu geben, zu sehen, wo das, was sie jetzt spielen, denn herkommt. Also so wirklich auch mal einen Blick in die Vergangenheit zu machen und wirklich alte Spielerlebnisse zu bekommen und sie auch erleben zu können. So, das wird ja den Fans von oder den Besitzern der PlayStation komplett verwehrt. Ja, die können PlayStation 4 Spiele spielen, ja. Zwar auch nicht alle, aber ne, bringen wir es auf den Punkt. Einige der besten Spielerlebnisse gab es auf der PlayStation 3. Da kann die PlayStation 4 nicht ganz mithalten. Muss man auch mal so sagen. Es gab tolle Sachen auf der PlayStation 4, keine Frage. Aber es gab eben weitaus mehr und weitaus geilere Spielerlebnisse auf der PlayStation 3. Und dass man die, wenn man eben nicht gerade noch eine PlayStation 3 zu Hause zu stehen hat, dass man die jetzt nicht mehr genießen kann, dass Sony einem das komplett vorenthält und damit eigentlich die komplette Fanbase von aus den alten Tagen ja fallen lässt, finde ich traurig. Das enttäuscht mich halt wirklich. Das ist für mich halt auch ein Grund, warum ich eher auf Microsoft gewechselt bin. Zumindest was jetzt so meine Hauptplattform angeht. Das Einzige, wo man Sony wirklich tatsächlich noch loben kann und muss, denn da hinkt Microsoft massiv hinterher, das sind die Exklusivtitel. Die sind einfach seitens Sony absolut über jeden Zweifel erhaben. Das sind die besten Spiele auf Konsolen, die man sich vorstellen kann. Wenn du die Horizon-Serie nimmst, also Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West. Horizon Zero Dawn war für mich das beeindruckendste Spielerlebnis seit The Secret of Mana. Ich habe noch kein Spiel gehabt, das mich auf die gleiche Weise gepackt hat wie damals Secret of Mana. Horizon Zero Dawn hat das geschafft, sogar noch ein bisschen besser. Und dann hast du solche Sachen wie die Uncharted-Serie oder The Last of Us, God of War, die Quantic Dream-Spiele, wobei man jetzt natürlich auch ein bisschen gucken muss, okay, unter welchen Umständen sind die entstanden? Quantic Dream momentan vor Gericht, ganz, ganz schwere Vorwürfe. Ja, okay, das ändert aber nichts daran, dass die Spiele, die wir jetzt haben, dass die gut sind. Ich habe Beyond Two Souls habe ich geliebt. Ich habe das auf zwei Plattformen, auf Platin gespielt, also auf der PS3 und der PS4. Ich habe Detroit Become Human habe ich, glaube ich, 8-mal durchgespielt. Diese Spiele haben mich so dermaßen beeindruckt. Und da ist Sony einfach weit, weit voraus gegenüber Microsoft, was tatsächlich die Exklusivtitel angeht. Aber sowas, was so Fanservice oder Kundenpflege angeht, da kackt Sony komplett rein. Ja, also, wenn ich die Wahl hätte, ob ich mir jetzt eine Series X holen oder kriegen könnte oder eine PlayStation 5, ich habe meine Series X hier schon stehen, von daher fällt das für mich jetzt aus, aber sagen wir mal, ich hätte sie nicht und man würde mich vor die Wahl stellen mit dem Wissen, was ich jetzt habe über die aktuellen Umstände. Und ich könnte mir aussuchen, PlayStation 5 oder Series X, ich würde jederzeit zur Series X greifen. Mal abgesehen davon, dass die PlayStation 5 scheinbar auch technisch nicht ganz so rund läuft, wie das sich Sony vorstellt. Ich habe auch schon gelesen, es soll nächstes Jahr schon eine neue Revision geben, also eine überarbeitete Hardware-Version der Konsole. Es stellt sich jetzt die Frage, was passiert mit denen, die jetzt schon diese alte PlayStation 5 haben, die fast 100 Grad heiß wird. Ne? Wodurch natürlich, kannst du mir nicht erzählen, bei 100 Grad leidet natürlich auch die Langlebigkeit, keine Frage. Wenn die Kiste so dermaßen heiß wird, ne, dann kannst du mir nicht erzählen, dass das die Teile dauerhaft mitmachen. Ich lege meine Hand fast dafür ins Feuer, dass die Konsole relativ zeitnah nach Ablauf der Garantie, dass die dann bei vielen die Hufe hochreißen wird. Da habe ich ganz, ganz komisches Gefühl, dass das in diese Richtung passieren wird. Wenn ich die Series X hier mit Spielen mal richtig hochfahre,
ne, auch bei den aktuellen Temperaturen, dann wird die zwar warm, aber da kannst du locker noch anpacken. Ne? Bei der PlayStation 5 kannst du dir ein Ei drauf braten. Und da hat's, Sony hatte, ich finde sie auch nicht hübsch, die PlayStation 5, muss ich sagen. So ein bisschen sehr extravagant, der Look, das ist nicht so meins. Von daher bin ich da nicht so ganz zufrieden mit. Aber ich muss mich da jetzt, das ist halt eine persönliche Wahrnehmung, aber wie gesagt, ganz, ganz schlimm und ganz, ganz traurig macht mich der Umgang von Sony einfach mit den Fans. Weil letztendlich sind die, die sie jetzt fallen lassen, genau die, die sie irgendwann erstmal überhaupt groß gemacht haben. Und das finde ich halt, das ist unfair. Ne? Dann zu erwarten, dass die, wenn die Fans solche alten Spiele nochmal spielen wollen, dass sie dafür nochmal mit PlayStation Now zum Beispiel nochmal neu in die Tasche greifen, finde ich nicht in Ordnung. Dann könnte man es vielleicht mal als Lösungsvorschlag, könnte man sagen, pass auf, jeder PlayStation-Kunde oder jeder PlayStation Plus-Kunde ist automatisch auch PlayStation Now-Kunde. So, dabei sieht das jetzt allerdings so aus, dass er bei PlayStation Now neue Spiele, beziehungsweise Spiele, zu denen er noch nicht die Lizenz besitzt, die müsste er ganz normal, wie bei PlayStation Now üblich, dann kaufen. Vielleicht auch für ein bisschen mehr als eben den Abo-Preis. Die Spiele, zu denen er aber schon eine Lizenz besitzt, von der PlayStation 3 zum Beispiel, ne, oder wenn er das Ganze als Disc gekauft hat, kurz die Disc einlegen, Lizenzabgleich wird gemacht, ist ja technisch kein Problem. Dann kann er diese Spiele jederzeit über PlayStation Now kostenlos spielen, solange er PlayStation Plus-Kunde ist. So, dann hast du eine faire Lösung, glaube ich, für alle. Du hast dann zwar nicht alle Spiele drin, sicherlich, da werden welche fehlen, aber du hast sicherlich die fairste Lösung für alle, die eben keine PlayStation 3 mehr haben und eben halt auch für Sony, wenn die nicht bereit sind, eine Abwärtskompatibilität zur PlayStation 3 zu schaffen. Ne? Und das wäre, glaube ich, so für alle eine halbwegs faire Lösung, mit der man auch klarkommen könnte. PlayStation 1, PlayStation 2 wäre natürlich auch schön, wenn man da eine komplette Abwärtskompatibilität hinkriegen würde. Das wäre absolut wünschenswert, weil dann kann man sagen, man ist in diesem Punkt wieder mit Microsoft auf einem Level. Vor allen Dingen, weil man dann auch ein sehr viel größeres Gesamtangebot hat. Ne? Weil Microsoft hat erst vier Konsolen rausgebracht, beziehungsweise jetzt die vierte. Und war zur PlayStation 1-Zeit, war Microsoft ja noch kein Thema. Ne? Von daher hat man eine nicht ganz so breite Auswahl. Und aber solange ich die Wahl habe, gehe ich zu Microsoft. Da kann ich alle Spiele, die ich oder die meisten Spiele, die ich auf der PlayStation, die ich auf der 360 zum Beispiel hätte spielen können. Ich hatte keine 360, aber ich habe ein paar Spiele gehabt. Was einfach damit zu tun ist, dass es ab und zu Angebote gab, auch in ausländischen Stores, mit denen man sich auch 360-Spiele quasi umsonst sichern konnte. Zum Beispiel The Witcher 2, das war da mal dabei. Oder auch ein paar andere. Ich habe vor kurzem auch erst ein 360-Spiel noch gekauft für 10 Euro im Store mit Split Second. Ein wahnsinnig geiler Arcade-Racer von Disney Interactive. Den habe ich damals geliebt. Den hatte ich auf dem PC. Ne, der war so aus dieser Xbox 360-Zeit, aus dieser Ära. Ich hatte ihn auf dem PC. Aber ganz alte Zeug habe ich irgendwann mal weggegeben und ich wollte das Spiel aber so gerne noch mal haben. Deswegen habe ich es mir auf der 360 gekauft, beziehungsweise jetzt auf der Series X als 360 abwärtskompatible Version. Ich habe zum Beispiel auch Star Wars Knights of the Old Republic 1 und 2. Die habe ich mir auch noch mal gekauft, weil ich sie so geil finde und ich sie gerne auf der Konsole einfach auch noch mal spielen möchte. Ne? Ich weiß, es jetzt auf der Series X ist es jetzt verschwendete Performance, das zu spielen. Aber der Punkt ist für mich eigentlich der, dass ich hier die Wahl habe. Wenn ich alte Spiele spielen will, dann schmeiße ich mir entweder die Disc rein, ne, die ja letztendlich nichts weiter ist als ein Lizenzabgleich, sodass dann das Spiel aus dem Store geladen wird. So funktioniert das ja. Ich spiele es ja nicht von Disc, sondern man wirft die Disc ein, dann wird ein Abgleich mit dem Store-Angebot gemacht und das Spiel wird aus dem Store geladen. Das heißt, es wird dann im Store geflaggt als im Besitz. Ne, sodass das System halt weiß, okay, der besitzt das Spiel als Disc und dann wird das Spiel einmal runtergeladen. Als Lizenznachweis allerdings brauchst du immer noch die Disc. Das heißt, die Disc
muss eingelegt sein, damit dann bei Fürst spielen, wenn du spielen willst, immer dieser Abgleich gemacht wird, dass du die Lizenz ja besitzt. Ansonsten könnte man sich die Spiele ja von Kumpels ausleihen und sich eine Lizenz nach der anderen holen. Das macht ja keinen Sinn. Das wäre ja auch ein Minusgeschäft dann für Microsoft. Von daher, die CD braucht man da schon für. Ne? Aber das ist halt das Schöne. Es fehlen mir zwar auch bei Microsoft so ein, zwei Spiele, wo ich sage, die hätte ich echt gerne, weil auch Lollipop Chainsaw gab es auf der 360. Das wäre zum Beispiel so ein Spiel, was ich da gerne hätte. Was ich mir noch viel lieber wünschen würde, wäre zum Beispiel Need for Speed Underground 2, von dem ich vor ein paar Tagen erst Gerüchte gehört habe, dass ein Remake tatsächlich in Arbeit ist. Ich kann es nicht bestätigen, ich habe nur Gerüchte gehört. Wir können das Ganze ja mal checken. So, weißt du was, das machen wir jetzt einfach mal. Wir checken das Ganze gleich einmal, indem wir einfach mal auf YouTube gucken. So, machen wir das einfach mal so. Das hier machen wir mal. Groß das Ganze. NFS Underground 2 Remastered. Ach Quatsch, Underground doch nicht. Underground 2 war das. Da gab es nämlich so eine Art Trailer. Ich glaube, der hier war das. Geht knapp 3 Minuten. Gucken wir uns an. Hammer. Es ist natürlich gut möglich, dass das jetzt einfach nur so ein Fanmade-Ding ist. Für einen Fanmade-Trailer ist das Ding geil. Also wenn das wirklich ein Fanmade-Projekt ist, ist es geil.
Aber wenn da wirklich was dran ist, Alter, da habe ich richtig Bock drauf. Ne? Also da habe ich echt richtig Bock drauf auf dieses Game, weil das stört mich tatsächlich so ein bisschen, dass das nicht für die Xbox abwärtskompatibel gibt. Das finde ich ein bisschen schade. Von daher ist es so ein Ding, ah, da krieg ich einen Heulkrampf, wenn das wirklich passiert, wenn das wirklich rauskommt. Ne, weil das war für mich so das geilste Need for Speed aus der Underground-Serie bisher überhaupt. Ne, vor allem, was mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, war eben, dass du da eben auch völlig sinnloses Zeug tunen konntest. Ne? Jetzt mal unabhängig davon, ob das was im Spiel gebracht hat oder nicht. Zum Beispiel solche Sachen wie hinten eine HiFi-Anlage einbauen und so weiter und mit Boxen und Kofferraum ausbauen, den ganzen. Das hat im Spiel, spielerisch hat das überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber es war einfach geil, das machen zu können. Ja? Und sowas wünsche ich mir halt wirklich, wenn es halt wirklich dann mal wieder so ein Underground, richtiges Underground gibt, ein Underground 2 zum Beispiel als Remaster, dann vielleicht auch mit ein paar Erweiterungen, dass du noch mehr Quatsch ins Auto einbauen kannst. Quatsch, den du überhaupt nicht brauchst. Ne, bei dem es aber geil ist, das zu haben, weil das ist so ganz, 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 für mich ganz, ganz wichtiger Punkt bei so Games, wo du auch tunen kannst. Ne? Also so dieses typische Car-Tuning. Wenn, dann möchte ich auch allen möglichen Quatsch machen können, den man eigentlich gar nicht braucht. Ne? Ich brauche es nicht, aber ich will es haben. Wir Männer sind so. Ne? Und das fände ich einfach nur geil.